Schwestern und Brüder, der Zisterzienserpater Gerrit von Igny ruft seinen Mönchen eines Tages in der Predigt zu: Nun ist es die Gewalttätigkeit der Büßer und der Betenden, die das Reich Gottes erobern und in Besitz nehmen können. Oder was glaubt ihr, war jene tapfere Ringer, nämlich der Patriarch Jakob, nicht Gott gegenüber wirklich gewalttätig? Bis zum Morgen hatte er mit ihm gerungen, ihn mit Gewalt und Entschlossenheit festgehalten. Und es war eine gute Gewalttätigkeit, die den Segen entriss, ein glückliches Ringen, in dem Gott dem Menschen unterlag und der Besiegte den Sieger mit der Gnade des Segens beschenkte. Vielleicht denken Sie, und das ist durchaus berechtigt, was sind das für merkwürdige Begriffe? Gewalttätigkeit, Segen entreißen, etwas an sich reißen, sich durchsetzen, sich behaupten. Natürlich kennen wir das alles. So ist es ja nicht. Wir kennen das gut aus bestimmten Bereichen. Wir sagen das ja manchmal unseren Kindern schon. Du musst dich durchsetzen. Schubst doch auch mal. Lass dich nicht immer so unterkriegen. Oder wenn sie im beruflichen Kontext sind, dann muss man sich eben durchbeißen. Da muss man auch, muss halt nochmal hingehen und nochmal insistieren. Sonst kriegt es ein anderer und du kriegst nichts. Also wir kennen das durchaus, aber wir kennen es nicht, oder es ist uns vielfach fremd, bei der Lehrstunde, die uns Jesus heute im Evangelium erteilt, wenn es um das Beten geht. An sich reißen, sich durchsetzen, kämpfen, ringen. Aber genau darum geht es, liebe Schwestern und Brüder. Jesus selber im Evangelium sagt es heute mit einem sehr anstößigen Gleichnis. Er spricht, und wie das in seiner Zeit sicher oft war, das kann sich heute auch wiederholen, von einer Frau, die nichts mehr hat, keine Kinder, keinen Mann, niemand vertritt ihre Interessen, ist eben, wie man damals, manchmal auch heute noch sagte, nur eine alte Frau. Und in dieser Stadt gibt es einen Richter, der von diesem alten Weib einfach nichts hören will. Die ist einfach nur nervig. Da kommt sie immer an mit ihrem Zeug, was weiß ich, geht es um ein Grundstück oder um was es halt eben geht. Da kommt sie immer mit an. Aber dieser Richter hört nicht. Das ist ihm wurscht. Er hat keine moralischen Maßstäbe. Er gibt nur nach, weil diese Frau nicht nachgibt. Weil sie dem unablässig in den Ohren liegt, weil sie ihre Interessen, möglicherweise lautstark, zu ungewöhnlichen Tages- und Nachtzeiten vertritt und dieser Richter einfach seine Ruhe haben will. Und schließlich hat er Angst vor einem Eklat. Sie wissen, ich sage bei diesem Evangelium immer eines meiner griechischen Lieblingswörter. Hypopiazo heißt das, eine unters Auge matschen. Dieser Mann hat schlichtweg Angst vor einem Pfeilchen. Vor einem Skandal. Bevor die das tut, und dazu ist die fähig, na gut, sorgen wir halt fürs Recht. Das Anstößige daran ist nicht der Umstand, den Jesus erzählt, sondern dass wir in der Position der alten Witwe sind, diese Frau, die niemanden hat, und Gott in der Position des ungerechten Richters. Das ist für viele unerträglich, aber Jesus erzählt es so. Und es ist ja auch ein Stück unserer Erfahrung, dass wir zwar um etwas bitten, manchmal halt so zwischendurch, ach du lieber Gott, sagen wir dann, und sind dann verärgert darüber, dass er nicht hört und dass er das nicht macht, was wir wollen. Das ist ja auch wirklich ärgerlich. Vielleicht sollten wir noch einmal, das ist ein anderes Thema, eigene Dankgottesdienste einführen für das, dass Gott nicht tut das, was wir wollen. Die Welt wäre wahrscheinlich noch viel schrecklicher. Jesus ermutigt uns, dass wir wie jene alte Frau Gott auf die Nerven gehen, dass wir ihm lästig sind, dass wir ihm, wie wir das, Jesus sagt das auch im Gleichnis, auf die Füße steigen. Und was mir an diesem Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, so gut gefällt, ist der Realismus dieses Evangeliums, dass es ganz konkret ist.
Jesus ist damit nicht allein. Paulus sagt es uns im 1. Thessalonicher Brief, betet ohne Unterlass. Oder Jesaja im 62. Kapitel, ihr, die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Und wir, mit unserem Verständnis des Betens, hat das nicht immer noch so eine frömmelnde, an Bigotterie grenzende, so einen Ruch, so einen Touch davon? Beten, liebe Schwestern, ist sehr konkret. Es ist die Mitte christlicher Spiritualität. Und es ist gut, und die Beobachtung ist richtig, die ich dieser Tage gelesen habe bei einem großen geistlichen Lehrer dieser Tage. Die Spiritualität des christlichen Glaubens braucht Ort und braucht die Welt. Und sie ist nicht, wie die fernöstlichen Meditationspraktiken mit ihren Anweisungen, Augen schließen, leer werden. Das ist sie nie und nimmer. Das ist nicht christlich. Sondern die christliche Spiritualität heißt Augen auf. Denn die Verwandlung, die stattfindet, findet mit der Welt und in der Welt statt. Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, wir feiern ja auch nicht Eucharistie mit dem Nichts und nennen das dann mystisch. Nein, das Mysterium, das wir feiern, hat einen Anhaltspunkt in der Welt mit Brot und Wein. Die Gaben der Natur, die von uns Menschen bearbeitet sind, denn Brot wächst ja auch nicht auf den Bäumen und der Wein wird auch nicht in Flaschen geerntet. Sondern es kommt eben Natur und Kultur zusammen. Das, was Gott gibt, verbindet sich mit unserem Handeln. Und darin zeigt sich das Kommen der neuen Welt. Das ist der Beginn der Verwandlung der ganzen Welt. Deshalb nicht Augen zu und leer werden, was heute viele attraktiv finden. Nein, Augen auf. Die Umwandlung der Welt beginnt im Blick auf die Not dieser Welt, auf die Probleme unserer Zeit. Und der Menschen. Beginn der Umwandlung unserer Welt. Es liegt an uns, ob wir so beten lernen, ob wir beginnen, so mit Gott zu ringen und zu kämpfen, wie es von dieser Witwe im Evangelium heute geschildert wird. Gott unbequem zu sein, Gott lästig zu sein mit unseren Anliegen. Zu ungewohnten Zeiten und an ungewohnten Orten. Und der Schlusssatz des Evangeliums führt uns noch einmal tiefer hinein. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben finden? Wir haben ja im Moment in unserem Land eine sehr interessante Debatte. Das heißt, sie wird nicht interessant geführt, aber die Fragestellung ist durchaus interessant. Da hat der Bundespräsident am 3. Oktober einen Satz gesagt, der also eine richtige politisch-präsidiale Nebelrakete ist. Der Islam gehört zu Deutschland, hat er gesagt. Das sagt ja alles und sagt nichts. Und darüber streitet man jetzt wohlfeil. Für mich ist das nicht die Frage. Ein Publizist, den ich ansonsten überhaupt nicht schätze, deshalb verrate ich den Namen noch gar nicht, hat aber die Tage in einer Diskussion einmal sehr süffisant gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass über 90% Christen in Deutschland Angst haben vor 5% Muslimen. Da stimmt doch etwas nicht. Eine süffisante Frage. Aber leider hat er recht. Die Debatte, die wir derzeit führen, dass uns das Angst macht, liegt das nicht vielmehr an einer Beobachtung, die uns wach machen müsste. Nämlich an der Beobachtung, zählt sicher nicht für alle, aber für einen Großteil. Mit wie viel Ehrfurcht und wie viel Ernsthaftigkeit Muslime in unserem Land ihren Glauben leben und praktizieren. Und da geht uns ein bestimmtes Körperteil auf Grundeis, weil wir das eben als Christen nicht mehr tun, weil uns das egal ist. Weil wir ja so unendlich grenzenlos tolerant sind, dass wir überhaupt unerkennbar sind. Wir sind irgendwie wie so kleine Amöben, die durchsichtig sind. Muss man schon immer Mikroskope nehmen, um die zu erkennen. Ich kann mich erinnern, als die ersten Muslime in unser Land kamen, als die großen Autobahnen gebaut wurden, Ende der 70er.
dann war das für viele Menschen ein Aha-Erlebnis, dass die zu bestimmten Zeiten in die Baubude gehen, ihren Teppich nehmen, ausrollen und beten. Ach du großer Gott, wir verstecken uns doch, wenn wir beten. Stellen Sie sich einen normal erwachsenen Mann vor, einen Deutschen, einen Christen, einen Getauften, der irgendwo in der Öffentlichkeit betet, der ist ja auch vollkommen unten durch. Sie sehen auch unser politisches Personal, wie die bei irgendwelchen Gottesdiensten, das haken Sie ab, gelangweilt in der ersten Reihe sitzen, als wäre es eine schlechte Opernaufführung. Es geht um die Erkennbarkeit des Glaubens, liebe Schwestern und Brüder. Und deshalb machen uns natürlich Menschen anderer Religion, die ihre Religion ernst nehmen, zunächst einmal unsicher. Unsicherheit bis zur Angst. Aber die Frage ist nicht irgendwem gestellt, sondern sie ist uns gestellt. Wird Christus noch Glauben finden, wenn er kommt? Das heißt, wird er unseren Glauben finden? Wird er unsere Praxis vorfinden? Dass wir anfangen, mit Gott zu ringen, Gott etwas abzuringen. Wie groß ist das Lamento schnell, dass Gott uns nicht hört? Haben wir angefangen, Gott etwas abzuverlangen, ihm etwas abzufordern, uns wirklich mit ihm zu tätigen? Nicht nur zu den geregelten Zeiten, das ist wichtig als Einübung. Auch was wir hier in der Kirche tun, ist wichtig, aber lange nicht alles. Wir sind heute sehr danach bestrebt, unsere Zeiten, unsere Interessen für uns zu haben, zu reservieren. Und Gott gegenüber? Und Gott gegenüber? Was ist mit dem, wie wir unsere Interessen im Blick auf die Nöte, die wir selber erleiden, die wir bei anderen Menschen beobachten, die wir in der Welt wahrnehmen, warum ringen wir sie nicht Gott ab im Beten? Liebe Schwestern und Brüder, wir sollten heute noch damit anfangen. Denn sonst fürchte ich, dass wir in Zukunft nicht, wie es beim Richter noch vorbeigegangen ist, dass wir da nicht mehr mit einem blauen Auge davonkommen.